Hallo und willkommen zu meinem Video über IQ-Option. In diesem Video werde ich Ihnen die Handelsoberfläche von IQ-Option vorstellen, Ihnen die Vor- und Nachteile von IQ-Option zeigen und IQ-Option generell ein bisschen erklären. Hier sieht man jetzt erstmal die Handelsoberfläche für binäre Optionen. Man sieht, wenn man hier draufklickt, kann man die verschiedenen Assets wählen. Das ist gerade Digitaloption, Entschuldigung. Hier sind die Binären, die man handeln kann. Hier finden wir, wie gesagt, Digitaloptionen. Die sind ein bisschen ähnlich den Leiteroptionen bei anderen Brokern. Hier ist Forex, also Währungshandel. Und hier ist Kryptowährungshandel. Ich werde mich erstmal mit binären Optionen beschäftigen in dem Video. Zu den anderen dreien kommen noch drei andere Videos in den nächsten Tagen. Wichtig zu beachten ist der Risikohinweis. Egal was man handelt, es birgt immer ein Risiko. Und man sollte niemals Geld investieren, das einem nicht gehört. Beziehungsweise, dass man nicht, dessen Verlust man nicht verschmerzen kann. Schön bei IQ-Option ist, dass man, wie man hier sieht, ein Übungskonto hat und ein Echtgeldkonto. Das kann man wechseln, wie man will. Ich habe jetzt kürzlich ausgezahlt. Außerdem läuft ja noch eine Option. Das ist das eine. Das ist schon mal ein großer Vorteil, dass man hier ein Demokonto bekommt, auch ohne Einzahlung. Hier sieht man die offenen Positionen. Hier die gehandelten Positionen. Hier kann man chatten, das habe ich selbst noch nicht. Ist neu, habe ich noch nicht probiert. Interessant sind auch die Turniere hier, bei denen man mitmachen kann. Zum Beispiel hier für 5 Dollar gibt es insgesamt ein Preisgeld von 10.000 US-Dollar. Wenn man hier so draufklickt, dann sieht man, dass das Turnier in 3 Tagen endet, circa. Wenn man hier auf Top Trader geht, dann sieht man, wie es in dem Turnier gerade aussieht. Man kann jetzt noch einsteigen, das macht natürlich hier jetzt nicht so viel Sinn. Und hier sieht man, wie das Preisgeld verteilt ist. Wie man sieht, bekommt man bis zur 30. Position, kann man Geld gewinnen. Das finde ich insgesamt eine recht interessante Sache, die ich sonst auch von keinem anderen Broker kenne. Das nur am Rande. Kommen wir erstmal zu den Vor- und Nachteilen. So, hier kurz die Eckinformation zum Broker IQ Option. Zum einen, die Firma heißt IQ Option Europe. Ist in Limassol, Zypern ansässig und reguliert von der SISAC. Die Mindesteinzahlung sind 10 US-Dollar. Die kleinste handelbare Option ist 1 US-Dollar, beziehungsweise beim Forex und Krypto ist es noch weniger, glaube ich. Bin ich gar nicht sicher. Der Maximalbetrag, den man handeln kann, ist 5.000 US-Dollar. Je nach Option und Auslaufzeit gibt es bis zu 90% Gewinn bei einer binären Option. Im Fall eines Gewinns. Man kann natürlich auch 100% verlieren. Auszahlung und Einzahlungsmethoden gibt es eine ganze Menge. Kreditkarte, Banküberweisung, Skrill, Neteller und noch eine ganze Menge andere, die ich teilweise gar nicht kenne. An handelbaren Werten gibt es Währungen, Aktien und Indizes, Rohstoffe und mittlerweile Kryptowährungen. Es werden keine Trader aus den USA, Kanada und so weiter akzeptiert und auch die Apps sind für manche nicht verfügbar. Das ist aber für die deutschsprachigen Länder bis auf Liechtenstein, weiß also nicht genau, nicht das Problem. Es gibt ein unbegrenztes Demokonto, das ist wie gesagt ein großer Vorteil. Gibt eine mobile Handels-App für Android und iOS. Gibt auch noch eine für den Desktop. Dann ist der Kundendienst 24 Stunden am Tag verfügbar und in vielen Sprachen verfügbar. Auch in Englisch und Deutsch. Gegründet wurde IQ Option 2013. Die Auszahlung dauert normalerweise nur einen Tag. Und neben dem Handel mit binären Optionen gibt es, wie gesagt, auch Forex, CFDs und digitale bzw. Leiteroptionen. Noch besonders hervorzuheben ist das Chartsystem von IQ Option. Das zeige ich gleich. Hier gibt es nämlich noch Indikatoren und man kann hier einiges machen. Hier unten nochmal wichtig, wie gesagt, der Risikohinweis. Der größte Nachteil oder so ziemlich der einzige Nachteil, den ich bisher feststellen konnte, ist, dass die Trades teilweise recht langsam ausgeführt werden. Das hängt teilweise an meinem Browser, beziehungsweise meiner Internetverbindung, das kann sein. Ich habe das aber auch schon von vielen gehört, das scheint generell ein Problem zu sein. So, schauen wir uns kurz das Chartsystem an. So, schauen wir uns kurz das Chartsystem an. Man sieht hier, ich habe schon mal auf Kerzenchart eingestellt. Man sieht hier unten, hier kann ich den Charttyp einstellen. Hier kann ich das Intervall wählen. Und man sieht bis zu 5 Sekunden runter.
Das ist vor allem für schnelle Optionen eine interessante Sache. Leider ist, wie gesagt, die Plattform bei mir wenigstens sehr langsam. Hier kann ich Linien, Trendlinien und so weiter einzeichnen. So zum Beispiel. Und hier unten habe ich noch eine ganze Reihe Indikatoren, die ich einfügen kann. Und hier nutzen kann. Wird hier nochmal kurz erklärt. Und hier kann ich den dann einrichten und anwenden. Das macht IQ Option recht angenehm. Man braucht kein extra Chartprogramm. Man kann direkt aus den Charts von IQ Option handeln. Das ist insgesamt ganz schön. Hier kann ich die Zeit einstellen für die Option. Wie lange. Man sieht hier, dass sich der Gewinn etwas unterscheidet. Der potenzielle. Hier suche ich den Betrag aus, beziehungsweise ich kann auch einfach eingeben, Beispiel. Also auch eine Option für 1,50 kann man kaufen. Ich bin insgesamt mit IQ Option sehr zufrieden soweit. Wie gesagt, die Auszahlung war bei mir immer reibungslos und auch schnell. Außerdem ist es halt schön, dass man für 1 Dollar handeln kann oder 1 Euro. Das ist gerade fürs Einsteigen nicht schlecht. Und das kostenlose Demokonto nutze ich auch regelmäßig hier. Außerdem bietet halt IQ Option mit digitalen Optionen und Crypto Trading und Forex eine ganz neue Palette an Möglichkeiten. Wenn wir uns zum Beispiel kurz die digitalen Optionen ansehen hier, dann haben wir hier verschiedene Level, die beiden Leiteroptionen. Und je nachdem, wenn wir jetzt dieses Level wählen, hier haben wir zum Beispiel kein Put, das handeln können. Hier könnten wir jetzt Put handeln und hätten einen potenziellen Gewinn von 200% momentan. 270. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, die man hier hat. Schade, dass man hier die Zeit nicht einstellen kann. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.